Ja, meine Freunde der gepflegten Unterhaltung, willkommen zurück zu einem neuen, ja, Flohmarkt unterwegs, Infovideo Flohmarkt. Es war heute wieder Flohmarkt bei uns und ich war wieder einkaufen. Ich habe eine ganze Menge Geld liegen lassen, habe so ein paar Sachen, da man ein bisschen hier sieht. Die sind gekommen, ganz lustig. Wir fangen mit dem Zeug an, dass ich mir nicht, ich gehe es nicht in der Reihenfolge nach, sondern nach der Größe, dass ich es hier aufstapeln kann. Ich habe, es gab einen Stand, da gab es drei Schallplatten für 5 Euro und eine Schallplatte 2 Euro. Und ich habe leider kurz nur zwei Schallplatten gefunden. Und die eine ist von Rick Springfield, Tau. Ich finde Rick Springfield eigentlich ein ziemlich guter Sänger und auch ein guter Schauspieler. Ja, die Schallplatte ist auch drin. Alles finde ich ganz dufte. Dafür habe ich dann 2 Euro hingelegt. Fand ich eigentlich einen ganz guten Kurs. Dann habe ich noch was gefunden und zwar von John Johnson. Als er noch jung war, das Album Heartbeat. Das hatte ich damals als Kassette, glaube ich sogar. Ich hatte das, glaube ich, sogar als Kassette. Und fand das Album ganz geil. Ja. Und jetzt habe ich die Vinyl davon. Ganz cool. So, dann kommt etwas. Ich habe das Ding gesehen. Ich meine, jetzt muss ich mal kurz ausholen. Wir haben ja gestern im Livestream darüber geredet, über den Super Game Boy. Und ich habe auch gesagt, boah, Alter, geil und ne, OVP ist schon was Nices und dann noch mit Spieleberater und so. Und ich ging halt über den Flohmarkt und dann habe ich was gefunden. Den Super Game Boy in OVP. Leider nicht mehr mit den Inlays, aber der Super Game Boy, einem sehr guten Zustand sogar. Und das Spieleberaterbuch. Das Spieleberaterbuch, das zeigt da so ein bisschen ein paar Sachen, was ich ganz geil finde, über den Gameboy. Und ich finde es einfach klasse. Bin auch froh, dass ich das Ding jetzt wieder habe. Und das Ding in sogar OVP. Dafür habe ich einen 20 hingelegt. Also, ne, habe ich 20 Euro hingelegt. Und der scheint auch noch ganz guten Schuss zu sein. Also bitte den Fokus wieder, danke. So. Er hat auch gesagt, er will das Ding verkaufen, aus einem ganz einfachen Grund, dass es weg ist. Weil er hat gesagt, das Ding ist aus Pappe, er bringt das schon so oft mit, es hat noch keiner gekauft. Und dann hat er gesagt, ein 20, das Ding ist dein. So, das war's. Mein Rucksack ist jetzt nichts mehr, alles andere habe ich hier liegen. Dann habe ich bei ihm da gestanden, dann guckt er mich an und sagt, pass mal auf. Scheiß Autofokus. Ich wollte gerade sagen, meine Gläser können doch nicht wohl so verklebt sein, dass das so aussieht. Dann hat er mir noch etwas in die Hand gedrückt und zwar das da. Ein Philips CD-i. Leider Gottes ohne Zubehör. Dann habe ich gesagt, super. Ich weiß nicht, ob das Ding geht. Und gar nichts. Was mir aber wichtig war, das hat er auch schon scheinbar ewig dabei und niemand hat es gekauft. Was mir wichtig war, ist, dass das dabei war. Dieser TV-Modulator. Mit so einem TV-Modulator können wir nämlich Video-CDs abspielen und das Spiel Seven's Guest funktioniert und Lost Eden funktioniert. Ja, wollte zuerst 20 Euro haben, habe ich gesagt, nee, du pass auf, lass gut sein. Das hat super gefallen. 10 Euro und hol das Ding mit. Also komm, 10 Euro. Alles klar. Jetzt fehlt mir noch ein Netzteil. Das hat da hinten so einen Anschluss, das Netzteil. Und einen Controller. Genau. Dann habe ich das auch mal erledigt. Bei dem war ich auch gewesen, wo ich den Super Game Boy und das Philips CD-i her hatte. Der hat immer Wrestling-DVDs, Blu-rays gehabt. Und ich habe dann gesagt, du, pass mal auf, wo ist denn dein Zeug? Und sagt dann, komm, hol mit. Was du willst, ich nenne dir nachher den Preis.
Dann habe ich mitgenommen. Hier. WWE Vengeance. Ich kann es nicht aussprechen. Night of Champions. Das habe ich mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen No Way Out 2007 mit CD. Dann habe ich mitgenommen noch in OVP, also noch sealed, Clash of Clans 2019. Dann habe ich mitgenommen das Vengeance 2005, lass mich raten, das ist Black Fairy. Nein, Klick gehabt, GMX Magazin, alles klar. Dann habe ich auch mitgenommen WrestleMania, das ist jetzt glaube ich 24, no? Dann habe ich auch mitgenommen Judgment Day, ich glaube das ist das einzige, was ich auf Englisch habe. Ich glaube das dürfte keine deutsche Tonspur haben. Das dürfte glaube ich... So, ist das wirklich so? Hä? Hat ihr das... Leck. Ich krieg's nicht auf. Kann sein... Boah, kann sogar sein, dass da keine CD drin ist, Alter. Doch, ist eine CD drin. Ach, das ist... Das ist ein super... Das ist ein extra Schutz. Leck mich am Arsch, das kenne ich gar nicht. Hier. Den Schutz kenne ich gar nicht. Das ist wow. Wie gesagt, Judgment Day scheinbar die einzige auf Englisch. Dann habe ich noch mitgenommen No Escape von 2014. Dann habe ich noch mitgenommen No Way Out von 2012. Und dann habe ich noch mitgenommen Vengeance 2006. So. Und für die ganzen Wrestling-DVDs hat er gesagt, pass auf, da hat er dann zusammengezählt. Wo war denn das? War das hier irgendwo stehen? 11, 21, 21, 34, 34, ja, er hat mir dann für 70 Euro hat er was dann gegeben. Ich glaube, die Preise stimmen auch gar nicht, was drauf steht. Naja, für 70 Euro habe ich halt diese DVDs, ist okay. Und dann habe ich mir noch Spiele gekauft. Und zwar, jetzt kommt, ich habe gesagt, dass ich mir Nintendo-Spiele noch kaufen möchte. Und da habe ich dann angefangen, wirklich alle Nintendo-Konsolen, was Cartridges besitzt, durchzukaufen. Ich habe für den Game Boy gekauft Quartz. Und ich habe gekauft für das NES Shadowgate. Da gibt es jetzt einen zweiten Teil, wird ja da produziert, soweit ich weiß. Und für beide zusammen habe ich dann 20 Euro bezahlt. Dann habe ich Donald Duck in Maui Malat gekauft, weil ich dann im Endeffekt gesehen habe, dass da oben das kaputt ist. Hätte ich das früher gesehen, hätte ich wahrscheinlich mit dem Preis noch handeln können. Ich habe es aber zu spät gesehen. Und Yu-Gi-Oh! Das dunkle Duell. Und für beides habe ich 30 Euro bezahlt. Autofokus. So, für beides habe ich 30 Euro bezahlt. Und dann habe ich mir als letztes noch gekauft für das Nintendo 64 Glover und für Donkey Kong Country 2 für den Game Boy Advance habe ich schon bezahlt 22 Euro. Also insgesamt habe ich viel Geld ausgegeben, ich habe aber auch viel Material bekommen und ich habe dann gesagt, pass auf, wenn ich alleine hingehe und diese Philips CD-i, nur diese Philips CD-i verkaufe oder nur den TV-Modulator verkaufe und die Philips CD-i extra verkaufe, dann habe ich fast schon meinen Flohmarkt wieder drin. Aber ganz großes Kino und wirklich ganz dufte fand ich echt, dass ich das hier gefunden habe. Also das war für mich eigentlich der Burner. Weil wie gesagt,
Wenn man original Gameboy Spiele, bei bestimmten Gameboy Spielen gibt es einen eigenen Hintergrund. Ja. Es werden einige sagen, du hast doch einen Gamecube. Ja. Aber die haben nicht so einen schönen Rand. Fand ich ganz gut. Und da habe ich wieder was zu gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, pro DVD oder pro Blu-ray-DVD 10 Euro rechnen wird. Ja, da war ich mit 70 Euro eigentlich okay. Weil manche auch noch total zielt, eingeschweißt sind, quasi komplett neu. Siehe das hier zum Beispiel. Ja, ganz großes Kino. Und wie gesagt, dann habe ich wirklich gesagt, pass auf, alles vom NES durch, Game Boy und NES. Dann habe ich, wie gesagt, Super Nintendo da noch. Da habe ich gesagt, komm, Maui Malat, geht immer. Es gibt ja noch eine andere Version. Das hier ist Donald Duck und Maui Malat. Und wenn ihr die Mega Drive Version kauft, heißt es Donald Duck in Cold, oder Maui Malat in Cold Shadows. Ist aber dasselbe Spiel. So. Und da hinten haben sie scheinbar entweder das drüber geklebt oder abgerissen. Aber ich sag mal so, für einen Fünfer, da sage ich nicht nein. Jetzt kriege ich das Ding dann eigentlich auf. Achso, da. Ne, da haben sie wirklich hinten alles abgerissen. Aber das freut mich, jetzt habe ich wieder ein Nintendo 64 Spiel mehr. Meine Gameboy Sammlung fängt wieder an, meine Gameboy Advance und meine Gameboy Color Sammlung fängt wieder an zu wachsen. Ich habe hier alles meiner Tochter gegeben, wo ich im Endeffekt sage, okay, gut, jetzt hat sie alles. Ich fange dann wieder alles an zu sammeln, gar kein Problem, weil ich weiß ja, was ich suche. Auf Fullset werde ich nicht suchen und was die Gameboy-Spiele angeht, werde ich wahrscheinlich nur Cartridge suchen, weil mit OVP und allem drum dran, erstens sind die Spiele mit OVP in allem Hipapo sauteuer. Fangen wir damit mal an. Und dann brauchst du auch den Platz. So, und ich habe hier eine Schublade, da kriege ich glaube ich alle Gameboy, Gameboy Color-Spiele rein. Und Yu-Gi-Oh! Hat eine Batterie, das heißt, ich muss eventuell die Batterie austauschen, irgendwann einmal. Da freue ich mich schon drauf. Und das Super Nintendo Spiel von Donkey Kong Country 2 ist ja klasse. Also wird wahrscheinlich der Game Boy Advance Titel auch klasse sein. Wie gesagt, um Quas, also wer Rätselspiele. Also bei Tetris zum Beispiel fallen die Blöcke von oben nach unten. Man muss halt Linien bilden und die wegmachen. Wie erkläre ich jetzt Quarz oder Quas? Das habe ich damals von meiner, das ist sogar noch eine sehr, sehr gute Version. Leck mich am Arsch, die sieht sauber aus. Die sieht doch klasse aus. Die hier wurde kaum gespielt. Das siehst du. Die kann ich mal, irgendwann zeige ich die mal. Da schließe ich mein Super Nintendo an und mache die rein, alles gut. Das heißt, meine Gameboy-Sammlung, ich mache das wieder in diese Hülle. Nee, warte, welche Hülle waren das? Die hier. Ich mache das wieder in diese Hülle, die sieht nämlich schön aus. Sieht wieder schön aus, wird nochmal zurück in die Hülle getan. Da kommen solche, sage ich mal, Formen, sagen wir mal ein U oder L. Und Aufgabe ist, mit diesem Raumschiff hinzugehen und diese Blöcke quasi zu vollständigen, dass es zu eine Blöcke sind. Und zumindest mal die Blöcke zumachen. So. Und wenn die Blöcke zu sind, werden die abgefrühstückt und dann kriegt man Punkte und eventuell kriegt man dann, wenn man genug Punkte hat, Specials. Und mit den Specials kann man dann richtig geile Sachen machen. Ein geiler Soundtrack, das habe ich damals zu Ostern geschenkt bekommen, als ich noch ein junger Knabe war und hatte dann meinen Gameboy noch. Ganz geiles Spiel. Ja. Wie gesagt, ich freue mich auch jetzt noch auf Donkey Kong Country 2, weil das habe ich eigentlich noch nie gespielt. Das ist das erste Mal, dass ich das in meiner Sammlung habe. Das kenne ich bereits. Naja. Und wie gesagt, Shadowgate, ich habe keine Ahnung. Ich habe mal gehört, das soll gut sein. Jetzt ist die Frage, ist es überhaupt in Deutsch? Das ist natürlich auch die Frage. Was heißt Deutsch? Ich glaube, das gibt es nur in Englisch.
Ich glaube, das gibt nur in Englisch. Aber die Cartridge sieht auch geil aus. Also kann ich nichts sagen. Cover top. Und ich muss mein NES nochmal anschließen und muss nochmal da mal gucken, was da drauf ist. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Das war mein gesamter Fund. Ich fand's geil. Fand gut, war viel Geld, wo ich ausgegeben habe. Aber war gut investiertes Geld. In meinen Augen, was die Spielekonsolen angeht und so. Und vor allen Dingen, wie gesagt, hierfür, für das Philips CD-i brauche ich jetzt nur noch ein Netzteil. Also für da. Und ich brauche einen Controller für da, dass ich... und natürlich auch noch Spiele. Klar, Spiele brauche ich dafür auch noch, dass man das wieder zocken könnte. Das Schöne an der Philips CD-i ist, wahrscheinlich ist die Batterie leer. Das Geile ist, die Batterie von der Philips CD-i ist in einem Chip eingebaut. Man muss diesen Chip auffräsen, dass man die Batterie tauschen kann. Naja. Gut, das habe ich mal gehört, soll gut sein. Ich probiere es aus. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ob heute noch eins kommt, weiß ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Außer das hier, vielleicht am Montag wieder, wo wir König die Beschreibung lesen, die Erklärung. Bis dann, euer Patrick Patul. Bye, bye.